Oh. Pusterchen, bevor es losgeht. Braucht man sowas? Auf jeden Fall. Wer nämlich heute den schwersten Kabelturm oder mit einer der schwersten Kabeltürme der Welt bewegen will, also ich, der braucht sowas. Heute ist der finale Tag der... Ich kann nicht mehr richtig reden. Heute ist der finale Tag des Formchecks. Heute müssten wir uns so bei 121 befinden. Ich weiß selber noch nicht, wie die Form aussieht. Nee, das gibt es noch nicht. Also muss ich jetzt bis zum Ende gucken? Ja, natürlich. Ich hoffe ja, ihr guckt sowieso immer bis zum Ende. Und nicht mehr. Oh, Alter. Übrigens, ne? Könnt ihr euch gerne mit dem Code Leon gönnen. Ihr unterstützt mich. Ihr unterstützt auch euren Supplement-Schrank. Wie schwer ist denn der Turm? Ich glaube, der geht irgendwie bis 305 Kilo. Also sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Alter, guck dir mal an, wie fett die Scheiben sind. Das wird schwer. Das wird schwer. Jetzt mache ich mich erst mal ein bisschen warm. Du stehst da so, als ob du mitmachen willst. Ich? Ja, bin ich. Komm, das geht's los, Mann. Ja, zeig doch mal was. Also, ja. Scheiß drauf, ey. Nee, Quatsch. Mach ich nicht mal. Fang jetzt mal an. Ich will mich ja auch schon. Also die Nachhaltigkeit, die ist auch wichtig, ja. Du musst auch mal Kraft sparen und trainieren. Du hast mir den aufgegabelt. Den habe ich hier kennengelernt. Hier ist dein OnlyFans-Account? Ja, ich spring's irgendwie nie so richtig zum Ziel. Also Mama sagt auch immer, ich könnte mit meinem Körper mehr Schotter machen. Ja, geil. Eigentlich ist er ein ganz guter Kerl. Die Hälfte muss auch weggeschnitten werden, ne? Markus, das ist alles so drin. Scheiße. Egal. Und? Ja. Immer ein bisschen mehr so gewesen. Ich will nur noch einen Sprung dann machen. Wir machen einmal 261. Alter, das ist schwer, ey. Da geht noch was. Ja, ja. Okay, ich glaube, alle Leute denken jetzt, wenn wir das voll beenden. Was ist dein Lieblingsbooster? Achso, wie heißt der nochmal? ESN? Haben die das jetzt aufgenommen? Ich will nämlich ein bisschen Taster haben. Ganz eindeutig, dieser Crank Pro ist richtig geil. Für eine Handvoll Dollar sage ich einfach alles, Mann. Und ich tue auch alles. Heilige Mutter, jetzt gehen Sie doch nach Hause und Sie meine Schwester. Halt doch mal den Mund jetzt. Also. Ja, das ist wahrlich der schwerste Turm, an dem ich je gerudert habe. Alter, 157. Sauber. 173. Gutes Gewicht. Legst du auch nochmal nach? Bei 173, glaube ich, ist das schon schaffe jetzt. Hör mal. Ja, stimmt. Ja. Gut. Hier mal bitte, wie viel willst du? 10. 125. Meine Mama wäre stolz auf mich. Mama, wenn du das siehst, ich liebe dich. Motivieren mal ein bisschen. 3. Komm. Geh mal richtig hinter und schrei ihn an. Das findet er gut. 5. Los, du Sack! Weiter so, komm, nochmal, richtig, jetzt ohne Scheiß mal weiter, komm. Nochmal. Und nochmal. Ja, Leon, genau. Und jetzt der letzte für die Menschen, Gott, nein! Mann! Das war doch der letzte für die Menschen. So. Nein! Du spannst, du weißt ganz genau, das ist doch. Alter! Damit der gut dasteht, aber du stehst auch sowieso. Guck, kennst du diese Fischstäbchenkreten? So sehe ich neben dir aus. Und jetzt willst du dich einfach noch überzeugen, dass ich auch noch keine Kraft habe? Okay. Aber okay, ein bisschen mehr kannst du schon machen. Kannst du mir auch nicht recht machen, ha? Yes!
Dann nehmen sie sich auch wieder scheiße aus. Manfred? Ich kann dich beruhigen, du siehst die ganze Zeit scheiße aus. Ich werde jetzt erstmal Bankdrück machen, weil heute eigentlich Brustrücken dran ist. So, wir machen jetzt aber mal ein bisschen ernst hier weiter. Tschüss. Achso, ja. Versuch mal ein bisschen mehr zu machen, ne? Noch mehr? Ja. Fühlt sich wie Kacke an, vielleicht ein bisschen zu schwer. Hä? Ja, ich weiß. Und jetzt ist außerdem auch der Grill. Oho! Okay, ich wander represent. Nee, Octai wollte zu Fälle, hat er gesagt. Achso, ich kenn den doch nicht. Der wollte den Mac-Griff irgendwie von dir. Achso. Ja. Ah. Hast du mich gesucht? Weil ich kenne dich doch gar nicht. Aber jetzt hast du mich gefunden, obwohl du mich nicht gesucht hast. Mac Daddy bin ich und deswegen gab es vielleicht eine Verwirrung. Hey, du bist doch Trainer und weißt, wer der Mac-Griff ist. Ja, aber ich bin jetzt nicht im Dienst. 6, 7. Nein. Oh, noch einer. Oh, noch einer, komm. Komm weiter. Hände weg, Hände weg. Noch. Noch. Ja, nee, lass mir meinen Satz jetzt gerade voll versaut. Ey, die Schultern müssen unten bleiben, Mann. Ja, bei 157. So, Philipp, so als Trainingspartner für dich, wäre das was, oder? Auf jeden Fall. Kann man sich mal ein bisschen anschließen? Ungern. Soll ich auch gleich aufnehmen, oder ist egal? Ja, hau rein. Schön. Hör auf, geh, stopp. Und komm. Let's go, komm. Ja, kannst du nicht mal die Lampe hier reparieren, die immer so flackert? Ja, da musst du mal die neuen die Einstellung kalibrieren. Hier, ja, ich bin ja Trainer, aber kein Hausmeister. Einer mal helfen. Laufst du nicht weg, Mann? Ist nicht wegen mir, oder? Ich dachte, er bräuchte Ruhe. Ich brauche wirklich Bewegung zwischendurch. Kannst du nicht mal hier sagen, mach mal eine andere Musik? Du arbeitest doch hier. Oder musst du da zum Headcoach? Noch einer. Ah, scheiß drauf, ihr könnt mich alle am Arsch lecken, Mann. So, wir sind jetzt bei der letzten Übung angekommen, Supersätze, Überzüge, breites Latziehen und danach gibt es ein Form-Update, das Finale. Feierabend. Ich bin wirklich gespannt, was ihr mal dazu sagt. Gebt mir gerne mal euren Kommentar, wie findet ihr die aktuelle Form. Aber jetzt reicht's mir auch. Ich habe keinen Bock mehr, mich wieder richtig die Gewichte bewegen. Ich will auf jeden Fall viel stärker im Bankdrücken werden. Das ist jetzt mein großes Ziel. In Strict Curls auch. Die Form will ich aber halten. Also ich werde jetzt nicht wieder fett oder so. Und ansonsten sage ich haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tauscht ihr jetzt Nummern aus? Ja. 0176439. Ach so, scheiße. Okay. Ich rufe jetzt an. Damit du auch nicht so tust, dass... so eine Situation hatte ich wirklich schon einmal.